Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Brawl-Runde. Heute mit Alice. Ich versuche jetzt endlich wieder mal regelmäßig Videos hochzuladen. Es tut mir leid, dass ich in letzter Zeit nicht geschafft habe. Das war wegen Prüfungsstress und so weiter und so fort. Ich habe immer wieder Lust auf Brawl-Modus, einfach so aus Spaß. Also, das ist eigentlich so ein Spaß-Game, um halt auch Sachen anzusagen. Sehr geil. Da steht es erstmal 1-1, direkt 2-1. Es läuft auf jeden Fall ziemlich gut. Alice ist ein Magier, die eigentlich sehr gut viel Damage macht und auch einen guten Lifesteal hat mit ihrer Ult. Was ich finde, was sie in einem Teamfight ziemlich angenehm zum Spielen macht, wodurch ich die jetzt für dieses Brawl-Modus-Runde ausgewählt hatte, weil mir der andere Magier Nana nicht so gut gefallen hat. Und ich glaube, ich habe den auch schon mal in der Brawl-Runde aufgenommen. So, also wie man sieht, hier mit der Ult ziemlich netten Lifesteal, hier auch direkt nochmal ein Kill und ich bin fast wieder full life. Das gefällt mir an ihr ziemlich gut und genau deswegen hatte ich sie ausgewählt. Ja, es läuft gerade ziemlich gut, wie es scheint. 1-0-5, stehe auch ziemlich angenehm. Dann hauen wir mal die W drauf, check. Und einfach immer wieder hier farmen, das ist ziemlich angenehm. So. Genau, und dann wollte ich noch was ansprechen. Wahrscheinlich denkt ihr dann, ich bin verrückt oder so. Aber ich hätte da irgendwie Bock drauf, einfach so auf so ein Champion-Turnier, dass ich Champion spiele und sage, dass die gegeneinander spielen und dann einfach gucke, wer für mich so am besten ist. Ich werde dazu demnächst dann mehr Infos geben, also ein Infovideo machen, wie ich das geplant habe und so weiter und so fort. Ich werde die Gameplays von den Spielen dann trotzdem einzeln hochladen, wer nur Gameplays sehen will, damit man halt auch nur die Gameplays sehen kann. Und sonst werde ich dann die Spiele dann so hochladen. Ich werde trotzdem weiter Guides hochladen, da könnt ihr euch auch immer wieder Champions wünschen, die ihr gerne haben wollt. Es kann sein, da wurde sich nämlich letztens ein Champion gewünscht, den ich eigentlich noch nie gespielt habe. Den habe ich jetzt einmal ausprobiert. Er ist auf jeden Fall ziemlich cool. Nur kann es sein, dass das Gameplay ziemlich reinscheiße. Also, dass es bestimmt welche gibt, die auf jeden Fall den Champion viel besser spielen können als ich. Ich bin halt eher ein ADC-Spieler. Es lehnt sich dann auch ab, aber ich hoffe, das wird schon. Also, ich werde euch dann einfach wieder die Attacken erklären und so. Es ist ja auch wichtig, dass man eigentlich jeden Champion kennt, um dann, genau, um dann halt in einem Fight gut zu wissen. Und das hier, Chuck, dass man sich dann auch porten kann mit dem, finde ich auch ziemlich angenehm. Ulti drauf und der ist ja auch schon tot. Das gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, den holen wir uns jetzt, würde ich sagen. Das war eine dumme Idee. Egal, wir kriegen den. Kriegen den, wir kriegen den. Q, jetzt kommt meine erste Attacke. Warte. Sehr geil, so läuft das genauso. So, sehr schön. Also es scheint eine sehr gute Runde zu werden hier. Endlich auch wieder mal was Anständiges, so gefällt mir das. So, dann holen wir uns jetzt hier den Tower oder auch nicht. Einfach nochmal den. Ah, Mist, ey. Diese blöde erste Attacke, die geht mir auf den Nerv. Und schnell mal wieder einkaufen. Gut. Also beim Einkaufen, ich gucke eigentlich nicht im Spiel, was ich so kaufe. Da bin ich eigentlich auch nicht so der Typ für. Ich gucke eigentlich immer zuerst so, was mir so am meisten gefällt, ob ich dann den Einkaufszweig von einem Topspieler nehme oder so weiter und so fort. Und dann drücke ich einfach immer nur auf Einkaufen, weil ich finde, dass das auch irgendwie zu viel Zeit rein guckt. Also man kann das gut mal machen, wenn man tot ist. Und es ist manchmal auch hilfreich, wenn man dann nur gegen Magier spielt oder so, sich dann magische Resistenz zu holen und nicht physische Resistenz, also Verteidigung. Aber sonst ist das eigentlich etwas unnötiger. Genau. Ich werde dann auch gucken, wegen dem neuen Let's Play, also wegen dem neuen Ding, was ich hochladen will, wie ich das demnächst mache mit den Hochladen. Ich möchte trotzdem immer noch Brawl-Modus, Ranked und Guides machen. Guides möchte ich weiterhin freitags machen, immer Freitag ein Guide, wenn ich das hinkriege. Hoffentlich schaffe ich das. Ihr könnt euch dann auch immer wieder Champions wünschen. Und ja. Was ich immer noch an Magier nicht mag, dass man da gegen ADCs wenig Chance dann hat. Die hauen einfach einen mit dem Physikschaden einfach kaputt, aber das klappt schon. Wir gewinnen die Runde trotzdem. Ich bin da jetzt ziemlich optimistisch. Vor allem, weil wir 23 zu 6, zu 4 zu 13 führen. Das läuft ganz gut. So. Ah, warum springt der denn da jetzt rein? Das ist jetzt nicht so die geile Idee gewesen. Schnell wegkommen. Jawohl. So macht man das. So, das wird schon was.
Also das mit dem Live-Seed, das gefällt mir echt ziemlich gut an der Alice, auch wenn das jetzt gerade, ich habe mich jetzt gerade nicht getraut, noch damit in den AEC zu laufen, weil wenn er einen Schuss gehabt hätte, wäre ich trotzdem tot gewesen. Aber das klappt schon oben. Okay, da hat sie mich jetzt getroffen. Aber es sieht trotzdem ganz gut aus und ich glaube, mein Team kann das jetzt finishen. Wenn sie das hinkriegen. So, also 5-3-14, ich bin auch ziemlich zufrieden mit mir in diesem Game. Ah, da ist es auch schon zu Ende. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, für die paar Informationen und so. Und ich hoffe, dass ich jetzt wieder hinkriege, regelmäßiger Videos hochzuladen. Ja genau, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und tschüss.